Moment. Ja. Das hier, glaube ich. Ja, okay, passt. Hallo, was geht ab, Leute? Hong hier. Kurzes Video heute. Hab zwei interessante Videos gestern bzw. heute Morgen reinbekommen. Habe ich mir angeschaut. Also die haben mich persönlich sehr, sehr interessiert. Deswegen wollte ich die mit euch teilen, weil momentan läuft ja Lavados und jetzt ist ja noch unter der Woche. Da geht's ja noch. Da hatten bisher die meisten nicht so viel Zeit. Jetzt dann am Wochenende machen wahrscheinlich die meisten ein paar Touren, versuchen sich ein Lavados zu holen. Deswegen hier zwei interessante Videos, damit ihr vorbereitet seid, bereit seid für das Wochenende für eure Lavados. Es haben mich schon viele Leute getaggt auf Instagram, auf Facebook, mir ein paar Nachrichten geschickt über ihre Lavados. Wie gut die sind, wie viele die schon gefangen haben. Ein paar haben 100% gefangen, ein paar haben 100% nicht gefangen. Mein Beileid sehr leidend. Dazu wird demnächst auch was kommen. Ich glaube wahrscheinlich sogar morgen ein Update, und zwar was ich mit diesen ganzen Sachen von euch mache, wo ihr mich halt taggt und was ihr mir schickt, werde ich demnächst in ein neues Segment integrieren, wo ich halt die Sachen von euch erwähnen werde und mir genauer anschaue, weil das war was anderes vom alten Yu-Gi-Oh! Kanal. Ich meine, Frag Hong wurde auf Eis gelegt, aber das kommt demnächst wieder zurück mit ein paar Veränderungen, wie zum Beispiel euren Catch-Highlights oder euren Linden-Highlights oder euren Raid-Highlights und sowas. Also mehr dazu auf jeden Fall morgen. Und jetzt, wie gesagt, habe ich zwei sehr interessante Videos entdeckt. Das erste ist natürlich von ein paar verrückten Japanern. Die haben zu zweit ein Lavados besiegt. Also am Anfang hat man gemunkelt, wie viele man überhaupt braucht für Lavados. Vor allem am Anfang der Woche war es noch recht mysteriös. Vor allem bei den ersten Raids, da wusste man echt nicht, wie viele Leute braucht man jetzt. Und anscheinend braucht man nur zwei Leute, was ja krass ist. Ich lasse das mal hier nebenbei laufen. 2 Minuten, 1,59 und die haben das Lavados besiegt. Und da ist sogar, glaube ich, noch viel Zeit übrig geblieben. Sogar mehr, sogar schneller als 1,59, weil der zeigt noch, wie er seine Belohnung bekommt. Also 1,5 Minuten, ein paar Sekunden waren noch übrig und krasses Team hat er. Also ein paar von uns haben auch überlegt, das nachzumachen, aber ich habe leider nicht 6 Geowatts. Und Lugia haben wir auch vor. Zu viert, glaube ich, war das. Ich habe da nicht so aufgepasst. Auf jeden Fall haben wir auch demnächst vor, Lugia mit so wenig Leuten wie möglich zu machen. Also falls ihr jetzt auf Lavados Raid Tour geht oder allgemein ein Lavados Raid macht, habt keine Angst, ihr braucht echt nicht so viele Leute. Ich weiß noch, bei meinem ersten Lugia, wir waren 12, 13 Leute und wir haben gefailt. Die waren auch relativ low level, aber ihr braucht nicht annähernd so viele Leute. Bei Arctos. Arctos waren wir im Durchschnitt immer so 6, 7 Leute. Und Lavados, der ist noch leichter. Also ich würde sagen, Durchschnitt 5 Leute. Das müsste auf jeden Fall gut machbar sein. Wenn die dann natürlich ein bisschen besser sind, 4 Leute reicht auch noch. Falls ihr dann krass seid, 3 und 2 Leute anscheinend. Aber ja, das war das eine. Macht euch nicht zu viele Sorgen, dass nicht genug Leute da sind. Das ist vor allem jetzt für die Dorfspieler vielleicht gut. Weil ich weiß, ihr leidet am meisten, dass ihr nie genug Leute zusammenbekommt. Und das zweite Video ist von einem meiner Lieblings-Pokémon-Go-YouTuber, Prodigy's Nation. Manche fragen mich ab und zu, ob ich andere Leute anschaue. Na klar, tue ich das. Und demnächst vielleicht mal ein Video darüber, wen ich mir alles genau anschaue. Auf jeden Fall Prodigy's Nation momentan mein Favorit. Trainer-Tipps heißt eigentlich Trainer-Tipps. Aber die einzigen Tipps, die ich mir hole, sind eigentlich von Prodigy's Nation. Der ist echt zu krass. Der hat echt meinen Respekt als Spieler. Und der hat jetzt ein Video veröffentlicht, wo angeblich fast 100% Fangrate machbar sein soll. Link ist unten in der Videobeschreibung. Für alle, die nicht so gut Englisch können, werde ich ein bisschen was davon erzählen. Und zwar soll man, Shoutout an Mystic 7, auch einen, den ich sehr gerne anschaue, zuerst die Nana-Berge benutzen, die Banane halt, was auch bekannt ist als Savage Season. Und dann musst du den halt treffen, also das hat er nicht ganz ausführlich in dem Video gesagt, aber ich habe dann die Kommentare durchgelesen. Dann musst du ihn treffen und dann, also bleibt er halt drin oder bleibt er nicht drin, dann musst du rotieren zwischen, also zuerst die Banane und dann musst du die goldene Himbeere benutzen, wechseln zu der, dann musst du den treffen und dann solltest du, falls er nicht drin bleibt, wieder zurück zur Banane wechseln. Also sprich, als erstes Banane, dann auf ihn werfen und treffen und dann, falls er nicht drin bleibt, goldene Berge
auf ihn werfen und treffen. Falls er nicht drin bleibt, Banane, treffen. Falls er nicht drin bleibt, wieder goldene Beere, werfen, treffen und immer so weiter rotieren. Und falls du nicht triffst, dann immer werfen, bis du ihn triffst. Und anscheinend ist es dann so, dass es fast 100% Fangrad ist. Ich weiß nicht, was dieses fast sein soll. Aber er meinte, dass er jetzt 6 hintereinander, in dem Video war das glaube ich der 7. dann, durch diese Taktik, durch diesen Trick gefangen hat. Und er meinte auch, das funktioniert mit Lugia und hätte auch mit Arctos funktioniert. Ja, auf jeden Fall wäre es jetzt eigentlich perfekt für dieses Video hier, wenn ich rausgehen würde, mit einer weiteren Person ein Lavados Raid schaffen würde. Dann würde ich den ersten Teil decken, das erste Video, und dann mit dem Trick das Pokémon fangen. Das wäre halt das perfekte Video, aber A, habe ich nicht die passende Person, B, habe ich selber nicht genug Gewards dafür, und C, wir sind bei C erst, und C, selbst wenn ich ihn jetzt fangen würde mit einem Raid, das sagt noch nicht viel aus. Also da müsste man echt mehrere Raids machen. Dementsprechend, ihr wisst, meine Leute machen Tag und Nacht, also jeden Tag Raid-Touren. Da fangen die, denk mal, so 10 am Tag. Und da werde ich auf jeden Fall meine Augen offen halten, ein bisschen lauschen, ob das da so gut funktioniert hat. Und dann schauen wir uns mal demnächst die Fangart an mit diesem Trick. Mit mehreren Personen, über mehrere Raids hin. Und falls ihr das auch ausprobiert habt oder noch werdet, dann schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare eure Erfahrungen dazu, weil das ist echt interessant. Ich meine, das ist Prodigy's Nation, wie gesagt, ich habe echt fetten Respekt vor dem, und der macht jetzt nicht nur irgendwelche Clickbait-Trick-Videos, also was er macht, ist stimmt meistens 100% korrekt, wie zum Beispiel der Excellent-Trick, dass man immer, fast immer Excellent oder zumindest auf jeden Fall Great wirft, den jetzt auch fast jeder benutzt, also wie gesagt, fetten Respekt an ihn. Aber das war's, das waren so 2 Videos, die jetzt in letzter Zeit aufgetaucht sind. In Bezug auf Lavados, was ich echt sehr interessant finde. Beide Videos unten in der Videobeschreibung. Checkt die ab, falls euch das auch interessiert. Und fürs Wochenende wünsche ich euch viel Glück mit den Lavados. Ich werde in Prag sein. Wir werden doch überraschend dahin fahren, weil alles schon gebucht ist. Und einfach ein lustiger Gruppenausflug kann auch nicht schaden. Und möglicherweise erhöhte Response. Diese mysteriöse Nachricht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall werde ich morgen ein bisschen mehr über die Pragreise noch erzählen. Vor allem für die, die auch trotzdem noch fahren. Aber für heute war es das. Wie gesagt, viel Glück dieses Wochenende für eure Lavados. Schickt mir eure besten Catches. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon. It's just business.